Lieber Christopher, du bist seit vielen Jahren auch Tannenduft und Engelshaar verbunden. Was ist für dich Tannenduft und Engelshaar? Was bedeutet dieser Mann für dich? Ja, mittlerweile ist es eigentlich unser jährlicher Weihnachtsbeginn, muss ich sagen, also für die ganze Familie. Einfach der Moment, wo man zum ersten Mal wieder runterkommt, ein bisschen Ruhe findet und einfach schöne Sachen, liebe Menschen trifft vor allem. Und das genießen wir jedes Jahr und wir freuen uns, dass das hoffentlich in den nächsten Jahren so fortgesetzt wird. Sehr gut. Gibt es irgendein besonderes Highlight, was du sagst, das ist für mich besonders an Tannenduft und Engelshaar? Das sind ganz viele Sachen eigentlich. Also die lieben Leute, die was einbringen, die jetzt einfach auch da sind, die diese Stände betreiben. Einfach das Ganze insgesamt. Das Miteinander, das Ineinandergreifen, das Ergänzen, das finde ich eigentlich so toll dran. Ja. Also die einzelne Sache jetzt nicht, aber natürlich der Charity-Charakter dahinter. Also dass man da hier was Gutes tut und das weitergibt, das finde ich super.